Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Das Oster-Event wurde jetzt von Niantic bestätigt. Darüber gehen wir gleich. Jetzt haben wir hier das Lavita. Ist gerade fast vor meiner Haustür, sagen wir mal, gespawnt auf der Panzerwiese. Nicht das erste Mal, dass sie hier gespawnt ist, aber das erste Mal, dass ich ihn mir hier geholt habe. Easy drin, ein Wurf. Jetzt gehen wir nach Hause und dann reden wir über das Oster-Event. Achso, ja, das Oster-Event, voll vergessen. Darüber gehen wir jetzt. Also, kommen wir zum Oster-Event. Das ist gerade richtig leid, das kam gerade in den Topspawn 100% Funfee rein. Aber irgendwo am Arsch der Welt, das würden wir echt nicht mehr schaffen. Echt schade, 100% Funfee, zum ersten Mal kam der. Richtig krass wäre der für die Sammlung, aber egal, jetzt zum Oster-Event. Fängt heute an, beziehungsweise gestern, weil ich das Video erst morgen hochlade. Also läuft das Event schon, wenn ihr das Video anschaut. Und zwar um 10 Uhr fängt es an. Und was gibt's? Also da steht, dass mehr Sachen aus 2 Kilometer Eiern kommen können. Was ist. Kommt drauf an, keine Ahnung. Das kann ich nicht einschätzen, muss man erstmal in der Tat sehen, in der Realität, wie das sich aus. Wie sich das so abspielt. Vor allem 2 Kilometer Eier sind relativ selten, also. Kommt drauf an, wie oft man die bekommt, ob sie während des Events erhöhte Chancen haben, keine Ahnung. Und noch dazu gibt es halt Doppel-Candy, aus den Eiern aber nur. Was sehr solide ist, ist immer gut. Also für alle, die ihre Eier, ihre Zähne aufgehoben haben, sollten jetzt damit laufen, dann gibt es, falls die Lavita, Dratini, Relaxo brüten, Doppel-Bonbons für die, was super saftig ist. Dann, was gibt es noch? Das nennen die übrigens Extravaganza, also. Naja, so extravagant ist es nicht, aber Doppel-EP, endlich! Alle haben ihre Beutel voll geladen mit Topsy-Bonbons. Jetzt ist es endlich soweit. Raus damit. Raus mit den ganzen Bonbons. Topsy, Radfratz, Hornio, alles raus damit. Wie ihr wisst, mit Doppel-EP, also mit dem Lucky Egg, vierfach so viel, was halt richtig krank ist. Und Glückseier sind halb so billig, also sollte jeder ein paar mindestens kaufen können, hoffentlich. Ich hätte genug für 2x25, also 50. Und da sie halb so billig sind, halb so teuer, kommt drauf an, wie man es nimmt, könnte ich sogar 100 Glückseier kaufen. Interessant, oder? Und das bringt mich zu meinem nächsten Punkt. Ich glaube, mit den 100 Glückseiern werde ich mir eine Challenge geben. Und zwar werde ich versuchen, in dieser einen Woche, in der das Event läuft, das läuft übrigens eine Woche, vom 13. April bis zum 20. April, werde ich, glaube ich, versuchen, auf Level 40 zu kommen. Ich bin jetzt Level 39. Ihr werdet morgen, also Samstag und Sonntag, noch alte Videos sehen, wo ich versuche, auf 39 zu kommen. Hatte ich schon vorbereitet, konnte ich nicht wissen, dass Event dazwischen kommt. Und wenn ich die Videos nach dem Event veröffentlichen würde, dann würde es keinen Sinn mehr machen. Vor allem euch kann man eh nichts vormachen. Ich habe heute das Parsing-Video hochgeladen. Und das ist nur eine Woche alt. Und bereits da haben schon ein paar Leute gefragt, wieso ich ein bisschen weniger EP habe, als ich in den anderen Videos schon hatte. Also ihr seid echt krasse Detective Conans, euch entgeht nichts. Und dann ab Montag frische Videos vom Event und meine eigene Challenge, wie ich versuche, in den 7 Tagen 5 Millionen EP zu bekommen und auf Level 40 zu kommen. Mal schauen, ob ich schaffe. Ich werde am Bordeaux-Platz chillen ab und zu, dort werdet ihr mich sehen. Ich werde da in Parsing chillen, falls ihr die Module dorthin anbekommt. So, es ist der nächste Morgen. Bisschen Erfahrung mit dem Event konnte jetzt schon gesammelt werden. Läuft jetzt schon. Hat sogar nicht um 10 angefangen, sondern schon früher. Kurz nach 9. Und die ganze Zeit, die Leute haben gepostet, wie viel sie entwickelt haben und wie viele Level sie aufgestiegen sind, dies, das. Ich hatte dafür noch keine Zeit. Aber hier seht ihr es. Glückseier sind reduziert. Ich kann mir echt 100 Glückseier kaufen. Und das werde ich jetzt auch machen.
YOLO. Das ist echt YOLO jetzt. 25. 50. 75. Und 100. Ich könnte mir sogar 101 kaufen. 101 der Maltina. Aber ich könnte mir sogar 103 kaufen. Krass. Inkubatoren kein Interesse. Oh, ein Radfatz, das muss man sich schnappen, auf jeden Fall. Inkubatoren, Pokémon, Eier. Viele aus den Zweiern schlüpft sehr unterschiedliche Sachen. Ich habe gehört, Ergodactyl, Lapras, Lavita, dies, das. Aber das Problem ist, es gibt zwar Doppelbonbons, aber aus Zweiern gibt es halt weniger Bonbons und das gleicht es halt dann wieder aus. Also eher uninteressant. Ich habe noch Inkubatoren. Ich habe hier noch 1, 2, 3, 4, 5 Zehner. Die schmeißen wir in die Inkubatoren, damit wir Doppel-Candy bekommen. Für mögliche Lavitas, Relaxos, Dratinis. Fünfer werde ich jetzt nicht reinschmeißen. Gibt es eigentlich nichts, was ich haben will aus den Fünfern. Und die Zweier, dafür lohnt sich eh keiner von den Inkubatoren. Dann nur der Unendliche. So, Glücksei gekauft, Inkubatoren angeschmissen. Eigentlich bereit für das Event jetzt. Ich bin später Bordeaux-Platz wahrscheinlich. Schauen wir mal. Die meisten sind dort. Ich werde jetzt auch frühstücken, ein paar Entwicklungen durchziehen mit Glücksei, vierfache EP. Und dann schauen wir mal, wo ich hingehe. So, das war's von mir wieder. Ich bin bereit für das Event. Werd versuchen, Level 40 zu schaffen. Schauen wir mal. 5 Millionen ist echt eine Menge. Echt kein Plan, ob ich das schaffen werde, aber ich werde es versuchen. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr von dem Event haltet, was ihr während des Events machen werdet. Und ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Vergesst nicht, Pokémon ist Serious Business.